Ayo, was geht von euch am Start für euch? Herzlich willkommen zur 9. Folge von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, wir sind zurückgekommen und die wollen uns, Sophia, der armen, lieben, netten, tollen, süßen Sophia, die nichts getan hat, wollen diese Hunde an den Kragen und das müssen wir natürlich verhindern, indem wir die schöne Madame retten. Wir werden nicht zulassen, dass irgendein Schwarztee dir irgendwas antut. Natürlich, selbstverständlich. Ich würde aber noch sehr gerne kurz gleich mal... das Geklettere, Junge. Gleich mal kurz irgendwie zum Schmied. Denn wir sehen oben links sind zwei Rüstungsteile von uns komplett geschrottet. Und das ist natürlich nicht so cool. Deshalb wäre es ganz okay, wenn wir das einfach erstmal aufrüsten, dies, das. Und uns... Ja, ihr wisst schon was. So, vorsichtig. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Vielleicht kommen wir ja einem Schmied entgegen oder so, keine Ahnung. Entschuldigung. Ja, piss, Nulpen! Dann verpiss dich! Dein Vater ist ein Schwarztee mit zwei Kartoffelsäcken. So. Sophia! Oh, die Assassinen sind hier. Der soll die Pfoten von meinen Alten lassen und smack ich ihn. Oh nein. Oh nein! Die haben unseren Bruder getötet. Ihr habt euch die Ruhe verdient, Bruder. Oh nein! Requiescat in pace. Die haben Dings umgebracht, Digga. Unsere Rekruten. Brüder, Schwestern, die ganze Stadt lehnt sich gegen uns auf, während Yusufs Mörder vom Arsenal aus zuschaut und lacht. Kämpft mit mir und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. Boah, jetzt werden wir ihn schlachten, Digga, dieser dreckige Hurensohn. Der nimmt einfach unseren Kumpel auseinander. Wo ist unsere Madame? Der hat sie auch bestimmt mitgenommen, dieser verdammte Bastard. Dieser miese Wichser. Scheiße, komm, lade schneller. Wir müssen uns da durchboxen jetzt. Was lädst du denn? So, come on. Wo ist dieser Pissnulpensohn? Wir müssen sie töten. Nice, so kennen, so will ich das, Digga. Du denkst, der nächste Sultan wäre ein leichtes Opfer? Deine Zeit ist gekommen, Assassine. Du versuchst dich am Spiel. Aber du Du mieser Wichser! Wo ist sie? Diese Wut. Wo ist sie? Falls ihr denkt, ihr könntet verhandeln, dann tötet mich und zwar schnell. Schade, dass es so weit kommen musste. Zwei Männer, die Freunde sein sollten, streiten um die Schlüssel zu einer Bibliothek. Wir haben beide dasselbe Ziel, Ezio. Nur andere Methoden. Erkennt ihr das nicht? Frieden, Stabilität und eine Welt, in der die Menschen ohne Furcht leben. Menschen suchen Wahrheit, ja. Doch auch wenn sie sie haben, erkennen sie sie nicht. Wie bekämpfen wir derlei Ignoranz?
Freiheit mag chaotisch sein, Ahmed, aber sie ist unbezahlbar. Natürlich. Und wenn alles zerbricht und das Licht der Zivilisation verblasst wird, Ezio Auditore sich aus dem Dunkel erheben und stolz verkünden, ich blieb meinem Credo treu. Ich öffne diese Bibliothek und finde den großen Tempel. Und mit der dort versteckten Macht werde ich den Aberglauben zerschmettern, der die Menschen trennt. Nicht in diesem Leben, Ahmed. Bringt die Siegel zum Galataturm, wenn ihr soweit seid. Tut dies und Sophia wird verschont. Die Armee meines Bruders wird bald hier sein, Ezio. Und danach ändert sich alles. Na, du wirst gucken, Digga. Du wirst blöd aus der Wäsche schon. Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Ich ließ Ahmed seit seiner Rückkehr verfolgen. Doch ich rechnete nicht mit so etwas. Und was denkt ihr jetzt? Er ist ein ehrlicher Mann. Doch seine Templer-Fantasien sind sehr gefährlich. Sie halten der Wirklichkeit nicht stand. Die Welt ist ein Flickenteppich aus vielen Farben und Mustern. Ein gerechter Führer sollte das feiern und nicht dagegen vorgehen. Er fürchtet die Unordnung, die aus Unterschieden entsteht. Deshalb schaffen wir Gesetze für alle. Einen Kanon, der für alle gleichbindend ist. Cesatem, zurück! Halt, Soldat! Dieser Mann ist nicht unser Feind. Es wäre eine Herausforderung, einen Sohn wie euch zu haben. Ihr seid noch nicht tot, alter Freund. Ezio, verschont meinen Onkel, wenn ihr könnt. Würde euer Vater? Nein. Tja. Scheiße, Digga. Okay, die Madame lebt noch, aber unsere ganzen Brüder sind alle tot. Prinz Ahmed, Prinz Jarro, Alter. So, warte mal. Wir haben aber 5 Schlüssel. Das bedeutet, wo ist hier... Die Mission ist ganz nach vorn. Das heißt, da gehe ich erstmal hier rüber. Sind zwar auch gute 200 Meter, aber das geht schnell. Tja. 21, warte mal. Hier ist ein Schmied für 1000. Erstmal ganz wichtig, pass auf. Na komm. Ich möchte erstmal, allererstes, meine Rüstung reparieren. Dann möchte ich ...10.000 irgendwas. Alter, die geben aber uns mies viel Rüstung, Digga. Verzeiht, ich hätte nicht gedacht, dass ihr genug Geld habt. Warte, für 1000, mach mal auf hier. Ja gut, wir werden jetzt nicht unbedingt alles kaufen können, glaube ich. Aber scheißegal. Haben wir wenigstens hier für... 2700, reicht das für eine weitere Rüstung? Wir gucken mal. Ausrüstung, nee, das reicht nicht ganz. 10.792. Na gut. Aber wir haben ein bisschen was wieder in Rüstung erhalten, das ist gut. Das ist gut. So, auf ganz entspannter Basis, jetzt hier rein. Dann als nächstes natürlich
Zum Unterschlupf, ne? Ja, genau, ganz genau, Junge. Boah, ich bin gespannt, wie lange diese Folge sein wird, ob sie eine volle Stunde sein wird oder nur eine halbe oder so, weiß ich gerade gar nicht. Aber wir gucken, wir gucken. Wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken. Sick der Git. So. Sammeln Sie die Schlüssel von Masiaf und bringen Sie sie zum Dingens. Die ganzen fünf. Die ganzen fünf. Sukrebiat, Sukrebiat, Sukre, Sukre, Sukrebiat. Eine Schande, dass unsere Brüder gestorben sind, leider. Eine Schande, eine Schande, eine Schande. Klatscht ihn. Sehr gut. Nichts kann euch aufhalten. Gnade. Habt Gnade mit dieser armen. Bringt ihn um, Dankeschön. Habibis. Mentor. Jetzt sollte die Zeit sein, sich zu erinnern und zu trauern. Ich weiß. Doch unsere Feinde erlauben uns diesen Luxus nicht. Yusuf hielt sehr viel von euch, Assassine. Und ich habe keinen Grund, sein Urteil anzuzweifeln. Werdet ihr die Kraft finden, diese Männer und Frauen zu führen und dabei die Würde des Ordens zu bewahren? So wie Yusuf es mit Leidenschaft tat? Es wäre mir eine Ehre. Bene, ich bin froh. Unser Feind ist nah. Nehmt die Position um den Turm ein. Dann wartet auf mein Kommando. Na gut. Sieg der Rigid. Okay. Mit Ahmed treffen und den Austausch durchführen. Und unsere Assassinen-Kollegen, die werden. Sükrebiat. So. Die werden alles regeln, damit wir hier auch wirklich. Springgefahr ist richtig. So, wunderbar. Fantastico. Wo ist sie? Ich bewundere euch, Ezio. Aber euer Blutdurst macht es schwer, euch Freund zu heißen. Blutdurst? Ein befremdlicher Vorwurf von dem Mann, der seinen eigenen Neffen angreifen ließ. Er sollte entführt werden, Ezio. Nicht getötet. Ah ja. Entführt von den Byzantinern, damit sein Onkel ihn retten und als Held dastehen kann. Mehr oder weniger. Jetzt die Schlüssel. Erst das Mädchen. Sie gehört euch. Sophia! Zieht eure Männer zurück. Sie gehört euch. Lässt er sie fallen, oder? Nein, wir müssen aber noch hochklettern, rechtzeitig. Boah, wenn die stirbt, Bruder, schlachte ich ihn. Da schlachte ich ihn, Alter. Gott, werde ich ihn schlachten. Ich werde den so schlachten, Digga, dass er nicht mal seine eigene Mutter wiedererkennen wird. Dieser hässliche Bastard.
Dieser hässliche Bastard. Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Klettern haben wir keine Probleme. Klettern haben wir gar keine Probleme hier. Guck mal, wie ruckzuck das geht. Ich glaube, die ist noch weiter oben, ne? Ja. Hier ist sie. Oh nein! Was? Sick der Rigit! Dieser scheiß Huren! Moment kurz. Oh. Irgend so ein Zigeuner, Digga, aus Deutschland, Digga. Ich fick deine Mutter. Oh, mein Eier! Oh, mein Eier! Jawohl, jetzt. Gott sei Dank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seid ihr verletzt? Aber die lebt wenigstens, Gott sei Dank. Verletzt, aber sehr konfus. Ich wollte euch nicht da reinziehen, es tut mir leid. Ihr seid nicht verantwortlich für die Taten anderer Männer. All dies wird bald vorbei sein. Aber ich muss zurückholen, was sie mir nahmen. Ich verstehe nicht, was hier passiert, Ezio. Wer sind diese Männer? Rennt! Digga, ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg. Okay, Gott sei Dank, 100%ige Dingens. Moment mal kurz. Wer ist das? Kenn ich nicht. Keine Ahnung, wer die Schwuchtel ist. 20 Wachen eliminieren, okay. Weg mit euch. Nein. Weg mit euch. Ja, scheiß Missgestalten. Fickt euch. Ja, Pissnulpen. Weg. Oh nein! Jawohl! Was? Jawohl, jo! Easy! Oh nein, Sophia! Oh mein Gott! Holy shit! Hilfe! Seid ihr verletzt, Sophia? Ich glaube nicht. Bleibt stark. Natürlich. Holy moly, Macaroli.
Okay, wir sind aber mit der Madame unterwegs. Nein! Gottes Willen! Weg! Weg! Ja, Pissnulpen. Jawohl. Der nächste. Hey, Amushis. Scheiße. Wir müssen 20 von denen töten, hat Dings gesagt. Na egal, scheiß drauf. Aber das heißt, das wird noch etwas länger gehen. Sick, der Rigit. Seid bereit, Sophia. Mehr Soldaten. Na komm. Komm, der nächste. Der nächste. Alter, wie die Idee, ja, was wir mit denen machen, ist ja der Wahnsinn. Ja, Pissnulpen. Vorsichtig hier, vorsichtig. Der nächste. Der nächste. Jawohl. Nehmt die Pfote von der Madame. Sieg der Rigit. Aua. Aua. Digga, die reitet wie ein Fuß, Digga, ich schwöre. Die reitet wie ein Fuß. Digga, wie viele noch, Alter. Jawohl. Pfoten weg. Pfoten, ey! Nochmal, jawohl. Und der nächste. Sieg der Rigit. Okay, perfekt, wir haben es auch geschafft. Na komm, ein bisschen näher, bisschen näher, bisschen näher. Nice Scheiße. Ah, das war nix. Satz mit X, das war wohl nix. Na komm schon, ja. Na komm, na komm, na komm. Du warst lange genug ein Dorn in meinem Fleisch. Wow, geht Ezio, mir geht's gut. Ach du Scheiße. Vorsichtig. Lebt ihr aber noch? Oh no. Jawohl. Holy shit. Gegen Ahmed kämpfen. Du Pissnulpen, Johnny.
Du Pissnulpe! Ach, fick dich doch! Das ist doch Assi, was habe ich denn falsch gemacht? Das ist ja total gelähmt. Jawohl. So, erster Schlag. Zweiter Schlag und jetzt nochmal. Ey, Digga, ich check das nicht. Was soll ich denn machen? Hä? Totaler Bull, das, ich verstehe das nicht. Ich hab doch alles gemacht. Konter, 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 da muss ich ihn schlagen. Weil was anderes geht ja nicht. Ich probier's mal. So, jetzt probieren wir mal. Ah ja, siehst du. Okay, gut, ich hab's. Jawohl. Okay, gut, passt. Hab mir schon gedacht, hier, was zur Hölle. Holy shit. Geile Scheiße. Geiler Scheiß. Der Typ lebt aber noch. Her mit den Schlüsseln. Meins. Und was nun, Ezio? Wie wird das enden? Diese Frage stelle ich mir auch. Ach du lieber Gott. Die ganze Armeeherde. Halt! Sind die auf unserer Seite oder auf deren? Soldaten! Selim ist nicht euer Meister! Ihr dient dem Sultan! Ihr untersteht nur seinem Befehl! Wo ist er? Wo ist unser Sultan? Oh, Sophia! Er steht vor dir, Bruder. Vater hat sich entschieden. Das ist der große Sultan. Halt! Bitte! Tschüssi! Dornsohn! So, ihr seid der Assassine. Ezio Auditore. Ich bin Selim, Sülemans Vater. Ah. Er spricht sehr gut über euch. Er ist ein bemerkenswerter Junge mit einem wachen Verstand. Hätte er nicht für euch gesprochen, hätte ich euch stehenden Fußes töten lassen. Verlasst diesen Ort und kommt nicht zurück. Alles cool, Ezio. Alles in Ordnung. Ihr habt das Richtige getan, Ezio. Das ist nicht euer Kampf. Doch wo endet der eine? Wo fängt der nächste an? Ja gut, das stimmt aber auch. Das stimmt. Lass jetzt unten rein. Ich möchte gucken, was da drinnen ist. Oder weshalb haben wir hier 5 Schlüssel gefunden, Digga? Ich will gucken, was jetzt da drin ist. Komm. Mach auf die Seiche. Mach auf die Pisse, Junge. Oh, mein Vater. Papa. Sick, der Riege, der Mann, aber eben. Ja. Jawohl. 100% synchron. Nice. Sequenz 8 beendet. Prioritäten. Bill, gut, dich zu sehen. Hör mal, hier wartet ein Zollbeamter, der mit allen sprechen will. Ich hoffe, du hast was für uns. Natürlich. Reisepässe und Papiere für alle. Ah, brillant. Also ich bin jetzt Neurochirurg. Na fein. Ihr seid ein Ärzteteam von SUNY Upstate und kommt gerade mit eurem Patienten aus Rom zurück. Experimentelle Gentherapie. Gute Arbeit. Bringen wir es hinter uns. Warte, hey, das ist verrückt. Was denn? Ich weiß nicht, aber Desmonds Hirn flackert wie eine matte Ladykracher. Ich hab den blockiert.
Wer ist das? Jermaine oder was? Hier kommt es. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist das Ende, Desmond. Wir werden gelöscht. Was machst du denn? Ein Mensch ist nur die Summe seiner Erinnerungen. Wir sind die Geschichten, die wir leben, die wir uns selbst erzählen. Tu das nicht. Ich rette dich, du Idiot. Geh! Digga, die ganze Welt bricht zusammen. Holy shit, bruh. Ich schreibe diese Zeilen mit fester Hand und erleichtertem Herzen. Wir sind nun in Akkon, Sophia und ich. Mit 5 Masyaf-Schlüsseln in unserem Besitz und aller Zeit der Welt. Sophia ist eine weitgereiste Frau und eine angenehme Begleiterin, so weit weg von daheim. Morgen werden wir nach Masyaf aufbrechen und, dort angekommen, Altairs Bibliothek betreten, um Vaters unerfüllten Traum zu verwirklichen. Verzeih, dass ich mich so kurz fasse, liebste Schwester. Doch es ist spät und wir sind müde. Mit etwas Glück kann ich dir meine nächste Nachricht schon wieder persönlich überbringen. Con affetto, Ezio. Was ist denn jetzt los? Lass ihn doch, ich will jetzt gucken, was da drin ist. Weil ich weiß, dass wir fertig sind, aber ich will noch, was soll das? Wir haben noch 28 Minuten. Ja, 27,5, aber ich möchte gucken, was da drin ist. Aha. Jawohl, jetzt perfekt. Dieser Anstieg. Il così bello qui. Und hier ist der Ursprung eures Ordens? Er wurde vor Jahrtausenden gegründet, aber hier wiedergeboren. Von dem Mann, den ihr erwähntet? Altair? Altair ibn La'ahat. Er machte uns groß, dann ließ er uns frei. Er erkannte den Unsinn einer solchen Burg. Sie wurde zum Symbol für Arroganz und Wegweiser für all unsere Feinde. Und diese finsteren Kapuzenmäntel? War das etwa auch seine Idee? Ihr erwähntet vorhin ein Credo. Wie lautet es? Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das scheint mir eher zynisch. Stimmt, wenn es ein Dogma wäre. Doch es ist eher eine Beobachtung, wie diese Handbewegung, geil! Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt. Und dass wir die Hüter unserer eigenen Kultur sein müssen. Wer sagt, dass alles erlaubt ist, hat verstanden, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind und mit ihren Konsequenzen leben müssen. Seien sie ruhmreich oder tragisch. Erstmal öffnen die Scheiße. Jetzt bin ich gespannt. Das Ende soll sehr tragisch sein. Als Assassine zu leben für so lange Zeit? Ich erinnere mich nicht an diese Entscheidung. Dieses Leben, es wählte mich. Seit 3 Jahrzehnten habe ich dem Andenken meines Vaters und meiner Brüder gedient. Der ist schon 50, krass. Unter dem Joch des So, quatsch ich zu viel, Ezio. Oh, für den Scheiß. Das Ende der Straße. Mit den Masyaf-Schlüsseln das Rätsel lösen. Was hofft ihr hinter dieser Tür zu finden? Wissen, hauptsächlich. Altair war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Ort als Archiv für seine Weisheit. Warte mal, warte. Er sah viele Dinge in seinem Leben und lüftete Geheimnisse, beunruhigende wie verstörende. Wissen, das geringere Männer verzweifeln ließe. So. Euch das? Sophia, ihr solltet doch wissen, dass ich kein geringerer Mann bin.
Moment kurz. So, das war so jetzt. Also zuerst. Aha. Ich verstehe. Warte kurz, ich hab etwas gerade nebenbei. So, perfekt. Ihr kommt da hoffentlich lebend wieder raus. Wir hoffen's. Das plane ich. Gebe doch wenigstens einen Abschiedskuss, du Fettsack. Oh, Sigterigit, jetzt bin ich gespannt. Was ist dieses große Geheimnis, was diese 5 Schlüssel benötigt? Da ist eine Truhe, was ist da drin? Was ist da drin? Keine Bücher. Kein Altair. Nur du, Fratello mio. Die Leiche von Altair. Er ist hier gestorben. Requiescat in pace. Der 6. Schlüssel. Die letzte Vergangenheit. Oder? Bitte, die letzte Vergangenheit. Komm schon, gib sie mir, gib mir die letzte Vergangenheit. Können wir sie spielen oder schauen wir dann dazu? Jawohl, die letzte Vergangenheit. Bist du fertig mit meinen Büchern? Ja. Einige gaben wir dem Polus. Der Rest kommt mit mir nach Alexandria. Gut. Sehr gut. Vater, das verstehe ich nicht. Warum eine Bibliothek erbauen, wenn ihr nicht vorhabt, dort eure Bücher... Du musst gehen. Wenn die Mongolen kommen, muss Masyaf leer sein. Verstehe. Das ist gar keine Bibliothek. Es ist eine Gruft. Sie muss versteckt bleiben darin. Fern von gierigen Fingern, so gut, bis sie ihr Geheimnis weitergegeben hat. Ein Geheimnis? Geh, Sohn. Oh Gott. Zu deiner Familie. Und lebe glücklich. Alles, was gut an mir ist, begann mit euch, Vater. Siegt der Ramanachoim. Siegt der Rigit. In der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Okay, er löscht das Feuer. Was kannst du sehen? Boah, Digga. Seltsame Vision. Ah, das ist Ezio. Von ihrem Aufstieg und Absturz. Das ist Ezio, der gerade sieht, was hier gerade passiert. Aber was geschieht? Kranke Scheiße. Mit unserer Familie. Was sagt der Apfel? Das ist eine große Bibliothek. Mit einem Stuhl bzw. Sessel in der Mitte. Was brachte sie her? Und wann war das? Befrei dich von dem Ding! Was ist da hinten? Es ist meine Pflicht, Maria. Das ist ein Seil, das ist Seile Vergangenheit. Okay. Wenn man dich fragt, der Edenapfel. Sag, dass ich den Apfel verschickte. Sag ihnen, dass er in Zypern ist oder in Zipango. Oder dass ich ihn im Meer versenkte. Sag, was nötig ist, um die Leute von hier fernzuhalten. Der Apfel darf nicht gefunden werden. Bis der richtige Zeitpunkt kommt.
Setzen Sie sich einen Moment aus und ruhen Sie sich aus. Ah, der hat sich hier ausgeruht und ist dann hier wegen irgendwas gestorben. Oder was? Ja, Alter, ihr ist schwach geworden. 92 Jahre. Ganz sacht, Alter, hier, ganz sachte. Der letzte Schlüssel. So wie er ihn gehalten hat, so ist er gestorben. Okay, und jetzt? Moment kurz, warte kurz. Na, warte mal. Eine Sekunde kurz, eine Sekunde. Ach, das ist Dings. Okay, gut. Noch ein Artefakt. Das ist Leo, okay. Ich habe Satsuni. Du bist schön da. Ich habe genug für ein Leben gesehen. Desmond? Spricht er mit mir? Ich hörte deinen Namen bereits, Desmond. Vor langer Zeit. Und nun haftet er in meinen Gedanken, wie ein Bild aus einem alten Traum. Ich weiß nicht, wo du bist, oder wie du es schaffst, mich zu hören. Aber ich weiß, dass du zuhörst. Ich lebte mein Leben so gut ich es vermochte, ohne den Zweck zu kennen. Doch getrieben wie eine Motte zum Mondlicht. Und hier endlich entdecke ich die Wahrheit. Dass ich nur der Überbringer einer Nachricht bin, die sich meinem Verstand entzieht. Wer sind wir, die wir so gesegnet sind, diese gemeinsame Geschichte zu teilen? Über Jahrhunderte hinweg. Vielleicht wirst du die Fragen beantworten, die ich stellte. Vielleicht bist du der eine, der allem Leid doch noch einen Sinn gibt am Ende. Jetzt. Höre. Kranke Scheiße, Digga. Kannst du mich hören, Cipher? Kannst du mich sehen? Oh, da bist du ja. Gut. Ein seltsamer Ort, dieser Nexus der Zeit. Ich bin nicht gewöhnt an Berechnungen. Das war immer Minervas Domäne. Ich sehe, dass du noch viele Fragen hast. Wer waren wir? Was wurde aus uns? Was wünschen wir von dir? Du wirst Antworten bekommen. Hör nur zu und ich sage dir wie. Vor dem Ende und danach versuchten wir, die Welt zu retten. Wir bauten Gewölbe, um darin zu arbeiten, jedes einer anderen Methode der Rettung gewidmet. Errichtet im Untergrund, um dem Krieg über uns auszuweichen. Aber auch als Vorsorge sollten unsere Bemühungen scheitern.
Das Wissen jeder Gruft wurde an einen einzelnen Ort übermittelt. Unsere Pflicht, meine, Minervas und Junos, war es, das Gesammelte zu sortieren und zu sichten. Wir wählten nur die aussichtsreichsten Lösungen und widmeten uns dem Test ihres Wertes. Wir versuchten 6 hintereinander, jede vielversprechender als die davor. Keine funktionierte. Und dann endete die Welt. Interessant. Sehr interessant. Lauf zu rumzulegen, aber nach ihm. Leg dich rum. Ja, die Sonne. Die Kraft der Sonne, Digga. Es hat sie mit der Erde gemacht. Ah, das waren die, die vor uns waren zu dem Zeitpunkt. Wo die ganze Welt vernichtet wurde. Ist das die Urmama oder was? Alter, und so war die Erde gearscht. Und dann wurde alles neu aufgebaut. Feuer brannten wochenlang, und als die Asche sich gesetzt hatte, lebten weniger als 10.000 deiner Art und viel weniger von uns. Aber wir machten weiter, gemeinsam. Um aufzubauen, zu erneuern. Höre, du musst dorthin, zu dem Ort, wo wir arbeiteten und scheiterten. Nimm meine Worte, leite sie von deinem Kopf in deine Hände. Das wird den Weg öffnen können. Doch sei gewarnt, vieles ist noch immer im Fluss und ich weiß nicht, wie alles enden wird. Weder in deiner Zeit noch in meiner. Kranke Scheiße, Digga. Wartet, seine Werte stabilisieren sich. Etwas passiert. Er bewegt sich. Desmond. Wir wachen wieder auf. Kannst du mich hören? Sohn? Was ist unser Vater? Ich weiß, was wir tun müssen. Hier ist die Stelle, die ihm gezeigt wurde. Für das Geheimnis. Was ist jetzt dahinter? Ah! Toll! Jetzt sind wir wieder in Animus. Enthüllung. Sigtary geht aber nicht. Sag mir doch, was dahinter ist, Lan. Was das? Ich will sehen, was dahinter ist. Das ist eine Scheiße. Ich will sehen, was ist dahinter?
Erfahren wir das erst in AC3, oder was? Ach komm, fick doch meine Mama. Na gut, Freunde. Na gut. Wir haben es geschafft. Keine Musik, kein gar nichts. Das war AC Revelations. Hat 3 Tage gedauert. Vorgestern 3 Folgen, gestern 3, jetzt 3. Genau 9 Folgen haben wir gebraucht. Also knapp 9 Stunden Spielzeit. Ja, geiles Game. Kann ich nicht verstehen. Also wie gesagt, ich sag's nochmal. Ich glaube, das war das AC, wo viele gesagt haben, das gefällt ihnen nicht. Warum auch immer. Wenn es so ist, verstehe ich nicht. Weil Blödsinn, das Game ist gut. Es kommt keine Musik, es kommt kein gar nichts. Egal. Na gut, Freunde, das soll es mit dem Video gewesen sein. Beziehungsweise mit dem Projekt. Ich werde, glaube ich, wieder mal was ein bisschen was anderes spielen. Ich werde jetzt 2 Projekte versuchen gleichzeitig mal zu machen. Tag 1, 3 Folgen das Spiel. Tag 2, 3 Folgen das andere Spiel. Und so weiter und so fort. Halt 2 parallel. Weil zu viel Assassin's Creed. Ich habe jetzt 4 ganze AC-Spiele hintereinander durchgespielt. Und ich merke, so langsam verliere ich die Lust. Um sie nicht komplett zu verlieren, würde ich jetzt einfach ein Spiel dazwischen spielen, damit die Lust bleibt. Um dann mit vollem genüsslichen Zügen mit Teil 3, also AC3 mit Connor, dann weiterzumachen. Na gut, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben die Ezio-Trilogie abgeschlossen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Freut euch auf die nächsten Projekte. Bis denn, checkt die Miets und fickt die Juden. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Haut rein!